Mein Bitcoin-Portfolio hat einen Durchschnittspreis von 45k. Hab ziemlich weit oben eingekauft gehabt. Wenn wir nun auf 48 hochgehen, würdest du einen Teil verkaufen und warten, bis Crash kommt? Bitpanda sichert eure Assets auf Offline-Wallets, auf Hardware-Wallets. Sie sind EU-reguliert, haben eine BaFin-Lizenz in Deutschland. Darum geht über unseren Link in der Videobeschreibung auf den Bitpanda-Link und tradet sicher. Info an alle TMNG wird auf Maxi gelistet. Oh ja, sehr gut, dass du das sagst. Habe ich ganz vergessen gehabt zu erwähnen. TMNG, unser Partner, wo man Edelmetalle und seltene Erde einkaufen kann und das Ganze über ihren TMNG-Token. Wenn man das mit dem über den TMNG-Token statt auf den traditionellen Wegen tut, kann man bis zu 12% an Gebühren sparen und das ist ziemlich, ziemlich gut. Sie arbeiten auch daran, eine eigene Exchange bald aufzubauen. Du kannst dir auch eine Visa-Karte, die haben eine Partnerschaft mit Visa auch schon rausgehauen, deine TMNG-Tokens oder die Gewinne, die du in TMNG dir wieder auscashst, durch die Verkäufe eventuell deiner Edelmetalle und seltenen Erden, die du hast, kannst du über die Visa-Karte ausgeben. Nur aufgepasst, wenn man da keinen Stablecoin sich genommen hat, zumindest keinen Euro-Stablecoin, indem man das dann umswappt, muss man wahrscheinlich damit rechnen, dass man da wieder Steuern zahlt, weil der Kurs ja hoch und runter geht, ne? Darum am besten in einen Euro-Stablecoin umwandeln, wenn man das Ganze mit einer Visa-Karte, wenn man seine Gewinne mit einer Visa-Karte noch nutzen möchte. Jetzt haben sie das Listing bei Maxi Global, einem ziemlich starken großen Exchange. Dort kaufe ich übrigens auch viele Coins ein, die es woanders nicht gibt. Viele Small-Cap-Projekte werden bei Maxi gelistet. Darum, meine Lieben, jeder, der Interesse hat an seltene Erden oder Edelmetalle, der geht über unseren Link in der Videobeschreibung auf TMNG. Ob ich nach dem Auscashen, also im Borrow on Top, weiter zeigen kann, wie man sein Geld weiter vermehrt, auf jeden Fall. Ich werde euch auf jeden Fall zeigen, was ich mit dem Geld mache. Einen Teil werde ich auf jeden Fall dafür nutzen, um mir ein wunderschönes Häuschen zu bauen und meinen Eltern auch. Und der restliche Teil, der wird auf jeden Fall reinvestiert. Aber wie, wo, wann, das werde ich euch erzählen und in was vor allem auch werde ich euch erzählen. Mein BTC-Hodl-Portfolio hat einen Durchschnittspreis von 45k. Hab ziemlich weit oben eingekauft gehabt. Wenn wir nun auf 48 hochgehen, würdest du einen Teil verkaufen und warten, bis Crash kommt? Du, mein Lieber, du weißt, ich mag es nicht, wenn man solche Fragen stellt. Ich kann dir das nicht sagen. Ja, was, wenn es nicht kommt? Was, wenn wir von 48 auf 45 runtergehen und flaggen und von da aus dann irgendwann, unwahrscheinlich, ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber ich glaube, wir werden dann stark fallen. Das musst du selber für dich wissen, ob du bereit bist, das Risiko einzugehen. Ich kann dir nur sagen, ich kann dir meinen Gedankengang ungefähr sagen. Wenn wir auf die 40, 45 oder 48.000er Marke gehen sollten. Das heißt, wenn wir tatsächlich eine Retracement machen, beziehungsweise auf die Fibonacci Extensions hier vom Golden Ratio gehen, das wäre hier der goldene Schnitt bei 61,8. Dann würden wir hier auf der 48.000er Marke landen. Ich bin der Meinung, wenn das passiert, mag Blockchain-Backer wirklich recht haben, dass wir auf die 50.000er Marke höchstwahrscheinlich gehen, weil das einfach auch ein psychologischer Preisbereich ist. Wenn das passieren sollte, wenn wir wirklich dahin gehen sollten, dann bin ich der Meinung, wird es auch eine stärkere Korrektur geben. Sehr, sehr viele, wie du schon sagst, die haben hier in diesen hohen Preisen eingekauft und sehen dann zum ersten Mal ein Plus. Und sie haben den Kryptomarkt satt. Sie haben Bitcoin satt. Es hieße, investiere in Bitcoin und du wirst reich. Jetzt haben sie in Bitcoin investiert und seit über, wie viele Tagen, sagen wir mal in diesen Bereichen, wie würden wir da hingehen, seit über 2 Jahren hängen sie hier komplett mit wie viel Prozenten im Minus? Was hat man da gemacht? Im schlimmsten Bereich haben sie hier irgendwo bei minus 60%, bei minus 40% irgendwo halten müssen, fast über 2 Jahre lang. Die haben die Nase voll. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir dann hier erstmal ein Auscashen sehen, weil das hier auch ein Bereich ist, wo hier ein bisschen mehr Liquidität gehandelt worden ist. Und ich bin der Meinung, ja, dann werden wir von hier aus wahrscheinlich eine stärkere Korrektur sehen. Wie weit diese stärkere Korrektur gehen wird, das ist immer sehr, sehr schwer zu sagen. Wenn man davon ausgeht, wie einige sagen, dass wir auf die 5000er Marke gehen, dieser Gap hier unten, der existiert auch noch.
Dieser Gap ist bei der 9735 und 9925. Hey, wer weiß, wer weiß. Das sieht mir aber sehr, sehr unrealistisch aus. Ich persönlich glaube nicht, dass das passieren wird. Es gibt sehr, sehr viele, die hängen sich zu stark an solche Theorien. Die denken dann, die gehen jetzt auf 5000 oder auf 3000. Ich glaube nicht, dass es passieren wird. Ich persönlich bin wirklich der Meinung, dass das, was wir hier in diesem Bereich hier erlebt haben, kleinen Moment, dass das hier der Tiefpunkt in diesem Bärenmarkt war. Und ich glaube nicht, dass wir tiefer als das hier fallen werden. Ob es so kommt, ja gut, das werden wir sehen. Es kann immer alles anders kommen, als wie man es erwartet. Aber das ist mein Gedankengang, den ich dazu habe. Also ja, sollten wir auf die 48.000er Marke gehen, bin ich der Meinung, wird das Ganze nochmal etwas stärker einsacken.